Das heißt, einige Drohnenaufnahmen sind jetzt eventuell weg. Also Philipp putzt gerade mit zwei Zahnbürsten-Zähne. Ah, der schiebt sein Auto. Der braucht Hilfe. Ja, dann frag ihn mal, was er braucht. Kannst du mich schleppen? Das vielleicht startet auch nicht. Möglich? Habt ihr ein Seil mit? Ja. Okay. Also stand das Auto im Wasser. Hast du bekommen, ja. Ah. Okay, jetzt wird hier gerade Starthilfe gegeben. Hey, der Motor qualmt. So, einen wunderschönen guten Morgen. Clever wie wir sind, haben wir gestern Abend beim Sichern unserer Daten festgestellt, dass wir wohl einmal die Drohnenspeicherkarte formatiert haben, ohne sie zu sichern. Das heißt, einige Drohnenaufnahmen sind jetzt eventuell weg. Aber, ja, guten Morgen erstmal. Das war jetzt so die Ansprache des Morgens. Nein, also wir sind gerade, nicht gerade erst aufgewacht, wir sind schon ein Stück wach, aber haben uns jetzt angezogen, frische Klamotten rausgetan, ein bisschen Ordnung gemacht im Auto. Also hier, das ist ja die Straße, von der wir kamen. Dann ist hier so ein Park, Wendeplatz, was auch immer. Hier, das heißt einfach, dass dieser Weg oder diese Straße so für Angler reserviert ist. Die haben auch hier ihre Parkplätze für das Auto mit Bootsanhänger teilweise. Also deswegen sind die so lang. Und da vorne ist eben die, ich weiß nicht, wie man das nennt, halt die Stelle, wo man mit dem Anhänger ins Wasser fährt, um dann das Boot ins Wasser zu lassen. Also ich kann mir vorstellen, dass bei schönem Wetter hier echt cool ist. Oh, bei dem Wetter hier, das ist echt eklig. Ich glaube, bei schönem Wetter kannst du auch hier bestimmt richtig cool so mit der Drohne fliegen oder so. Wenn gerade natürlich keine Angler da sind, mit denen man die Fische verscheuchen kann. Okay, wir sind in einer französischen Kleinstadt in der Innenstadt und gehen jetzt eben zum Bäcker. Hä? Ich rede nicht mit dir. Da hinten, hinter uns steht übrigens ein neuer Vito, falls der, oder weil du ja gefragt hattest. Was? Achso. Ja, ich bin jetzt hier zum Bäcker. Kannst du mir meinen Schal geben, der ist da links. Und holen uns was zum Mittag dann für nachher halt. Weiß ich doch. Achso. Und ja, genau. Soweit unser Plan. Wir nehmen die Kamera nicht mit rein, weil wir wissen nicht, ob wir da filmen dürfen und so weiter. Und es geht jetzt einfach schneller. Und ich zeige euch danach, was wir gekauft haben. Ich glaube, das ist eher so eine Satellitenschüssel. Aber auch das ist richtig cool. Gruselig, wo steht das hier? Wir sind mitten im Wald. Die Sorten habe ich zum größten Teil wieder vergessen. Also das Schokolade, links. Ja, ich bin noch dabei hier. Ja, das braune Schoki, dann hier, das ist Toffee mit Salz. Ja, Karamell mit Salz. Karamell, meine ich doch. Und meiner Meinung nach ist das rosane Pflaume mit dunkler Zitrone oder sowas. Ja, und anders Pfirsich. Ach, Pfirsich, das wusste ich nicht. Geradeaus. Habe ich einfach. Oder Nektarine oder so. Nee, Mandarine. Mandarine. Nee, da hast du Mandarine und dann. Tschüss.
eine Schokoladenrolle mit Schokolade außenrum und innen auch, meiner Meinung nach, wenn es das ist, was ich denke. Aber von außen sieht man ja auf jeden Fall, dass da Schoki dran ist. Ich frage mich bloß, wie wir das essen wollen. Das weiß ich noch nicht. Ihr seht jetzt hier unser Essen und ich finde das so süß, dass die einfach mit Schnüren zusammengebunden sind. Das ist halt mit Schinken, Mayonnaise und Käse und Salat und Tomaten. Ihr könnt das euch selbst übersetzen, was es ist. Steht ja überall nochmal drauf. Oh, du Arsch! Also Philipp putzt gerade mit zwei Zahnbürsten-Zähne. Eine davon ist meine. Was ich eigentlich sagen wollte, wir haben jetzt euch ja unser Essen gezeigt und wir haben jetzt eine etwas längere Mittagspause gemacht. Keine Scheiße. Becker putzt sich gerade mit der Zahnpasta-Tube die Zähne, jetzt wieder mit der Zahnbürste. Genau, wir haben jetzt gerade nach dem Essen Zähne geputzt und wir haben heute schon die Hälfte unserer Tageskilometer geschafft. Mhm, ist aber auch schon 18 Uhr gefühlt. Was? Verarsch mich nicht. 16:10 Uhr. Auf jeden Fall glaube ich, dass der Tag gleich rum ist, ich auch. Nein, ich denke, dass auch noch mal ein ganzes Stück Autobahn kommen wird. Wir haben ja ohne Maut eingegeben, weil wir insgesamt, glaube ich, 80 Euro Maut oder so in Frankreich bezahlt haben, was jetzt okay ist, aber geht ja auch ohne. Danke. Und wir wollten halt jetzt rückwärts mal ohne Mautstraße fahren, wo halt relativ wenig Autobahn dabei ist. Ja. Und bitte? Danke. Genau. Deswegen fahren wir zwischendrin mal ein Stück Landstraße oder mehrere Stücken Landstraße. Hi. Hier ist die Straße gesperrt. Ah, der schiebt sein Auto. Der braucht Hilfe. Ja, dann frag ihn mal, was er braucht. Der Holländer. Ja, dann frag mal, der versteht dich bestimmt. Ich würde sagen, das ist leicht. Voor de aqua, voor de water. Can you? Spreken ze Duits? Ja, ik spreek Duits. Oh, dat is goed. Ja, ik ben van Holland. Ja. Die kan ik niet doorvaren. Oké. Okay. Kan ze niet sleppen? Dat is vielleicht staat ook niet. Mogelijk? Had je een zeil met? Ja. Oké, okay. Goed. Dan kunnen we dat aan de Anhängerkupplung. En dan staat het auto in Wasser. Kom, ja. Ah. Ik heb hem aus. Oh, okay. Ja. Ich habe es auch. Okay, gut. Dann ich wende eben. Ja. Und dann fahren wir vor. Ja. Okay, zum Stand der Dinge. Ich habe es ja gerade gefilmt. Hier ist ein Holländer, der mit seinem Auto ins Wasser gefahren ist und wir schleppen ihn. Nee, vielleicht stand der auch da hinten schon. Wie stand der da hinten? Na, das da hinten. Ja, irgendwo geparkt hat. Und dann kam das Wasser? Ja, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall schleppen wir den jetzt ab. Also, das ist ein Holländer, habe ich ja schon gesagt. Und der läuft hier mit seinen Holzschuhen rum. Ihr seht mich gar nicht, ne? Aber voll lustig. Und der hat aus seinen Holzschuhen ganz viel Wasser rausgekippt, weil der ja ins Wasser gefallen ist. Aber ich frage mich, ob die mit den Holzschuhen auch Auto fahren. Okay, jetzt wird hier gerade Starthilfe gegeben. Mit der Batterie. Also über die Batterie, aber das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Aber ich weiß halt nicht, der Motor ist halt irgendwie abgesoffen, also gewässert worden. Deswegen geht das Auto nicht mehr an. Das Problem ist, wir können ihn nicht abschleppen, weil der Haken, den man, also diese Öse, die man in dieses Loch da reinschraubt, die ist nicht da. Und wir können ihn ja nicht an irgendwas ziehen. Deswegen ist halt gerade ein bisschen schwierig. Hat er eine Anhängerkupplung? Ich weiß nicht, ob wir ihn rückwärts an der Anhängerkupplung ziehen können. Zur nächsten Werkstatt. Hey, der Motor qualmt. Ich soll jetzt eben nochmal googeln, wie man das anschleppen kann ohne Haken. Super. Na, mal gucken, was wir jetzt machen. Also, Starthilfe ging auch nicht, weil wahrscheinlich alles super abgesoffen ist. Es hat ja auch gequalmt irgendwie. Die machen gerade irgendwas am Motor, die basteln gerade irgendwas. Ich glaube, er hat ein bisschen Erfahrung. Und Philipp hilft oder assistiert, weiß ich nicht. Und er hat jetzt halt aus dem Wasserloch das Auto rausgeschoben. Auf jeden Fall wollen wir das halt wegziehen. Und dann
einen Ort und er hofft, dass es über Nacht trocknet und es morgen wieder anspringt. Wir hängen jetzt vorne das Seil an unsere Öse und er hält es, er setzt sich ins Auto und hält es halt fest oder so, was weiß ich, keine Ahnung. Und dann ziehen wir es in den Ort rein. Vorne steht ein Auto mit Rücklichtern, also mit Bremslichtern an. Und die sind gerade hier auch diese Straße in den abgesperrten Weg gefahren, reingefahren. Dann sind sie natürlich wieder zurückgefahren, weil man da ja nicht langkommt, da ist ja das Wasser. Und dann haben die jetzt gerade dort angehalten halt, weil Philipp und der Holländer mitten auf der Straße geschoben haben. Und jetzt sind da noch zwei Männer ausgestiegen aus dem Corsa oder was das ist und haben mitgeholfen und schieben mit. Ich weiß nicht, da geht es ein bisschen in den Berg runter. Vielleicht versuchen die es nochmal mit anlassen, mit anschieben. Ich weiß es nicht. Der Corsa steht jetzt da, die Tür ist offen. Also die haben alle stehen und liegen gelassen. Die sind einfach sofort rausgesprungen, haben mit Schieben geholfen. Klar, die wollten natürlich auch durch, aber ich glaube, die waren halt auch einfach freundlich. Und vielleicht haben die auch, dadurch, dass sie das Wasser gesehen haben, gesehen, was für ein Schicksal, wieso habe ich mein Licht ausgemacht, Alter, was dem Kurser, dem Fiesta-Fahrer, also dem Holländer, passiert ist. Auf jeden Fall hoffe ich jetzt, dass das irgendwie geklappt hat. Ich glaube, einer von denen aus dem Corsa rennt gerade zurück, weil er sein Auto da stehen lassen hat. Ich weiß es nicht. Ich überlege gerade halt, ob ich dahinter hinterher fahre. Ich fahre mal hinterher. Auto hier so ein bisschen schräg an den Straßenrand geschoben, weil wir nochmal Starthilfe mit Kabel geben wollen. Und so schräg, wie das Auto stand, kam, glaube ich, nochmal Wasser rausgelaufen. Also das hat einiges gebracht. Vielleicht ist das jetzt auch schon Lösung gewesen. Das wäre super cool. Ich schiebe nochmal. So, nochmal die Auflösung der Geschichte mit dem Holländer. Ich hoffe, ihr seht mich. Ich sollte vielleicht eher mich ins Licht rücken als die Kamera. Vielleicht so. Wir haben ihn jetzt endgültig da so auf eine Schräge am Straßenrand geschoben. Da lief ganz viel Wasser aus dem Auto raus. Er hat dann selbst noch mit irgendeiner Dose, also einer Getränkedose, Wasser aus seinem Fußraum geschöpft. Der war komplett voll und hat halt, also er hat halt dann auch die ganzen Sachen da rausgetan und so. Ich weiß nicht, ob ich erzählt hatte, wir haben es nur ein zweites Mal mit Starthilfe versucht, hat auch nichts gebracht. Da hat es dann auch nicht gequalmt, so wie beim ersten Mal. Genau, er hofft jetzt, also er übernachtet im Auto und er hofft jetzt, dass über Nacht das Auto trocknet. Also der Motor oder was auch immer da nass geworden ist, kann ja auch was halt ja an der Batterie oder so sein, irgendein Elektro, was auch immer Teil. Und wenn er nicht loskommt, dann ruft er irgendwie Freunde an oder sowas. Genau, auf jeden Fall hat er dann noch ein bisschen was von sich erzählt, wo er so grob in Holland halt wohnt und sowas. Und Philipp hat mit ihm Nummern ausgetauscht. Wenn wir mal, was weiß ich, in Holland unterwegs sind und dann irgendwie Probleme haben mit dem Auto oder so, sollen wir anrufen. Voll cool eigentlich. Genau, und auf jeden Fall konnten wir ihm jetzt aber sonst nichts weiter irgendwie helfen. Also haben wir auch nochmal gefragt, ob er irgendwas zu essen oder zu trinken braucht. Aber er hatte alles dabei. Genau, und wir sind halt weitergefahren. Die Ursache, also es hat halt, es war Hochwasser und zwar rasch ansteigendes und er ist wohl am Anfang durch Pfützen gefahren und dann halt durch eine tiefere Pfütze, wo er noch ohne Probleme durchkam und dann hat er aber gesehen vor sich, das ist das nächste, wo er durchfahren müsste, ist zu tief, das schafft er nicht. Also hat er umgedreht und ist dann wieder durch die Pfütze gefahren, durch die er zuerst gefahren ist, also vorher schon. Und die war dann aber schon tiefer, weil das Wasser so schnell angestiegen ist. Und dann ist dabei der Motor ausgegangen und er hat halt ewig lange das Auto da schon rausgeschoben, hatte wohl seine Holzpantoffeln dabei an. Und Philipp meinte auch, dass er irgendwie beim Schieben, also er hat, also der Mann hat, als er alleine geschoben hat, bergauf geschoben. Zum Teil. Und immer wenn er eine Pause gemacht hat, hat er seinen Holzpantoffel hinter das Rad gestellt und somit das Auto angehalten. Dabei ist irgendwie der Holzpantoffel ein bisschen angebrochen, aber
er konnte ihn noch benutzen und so, voll lustig. Und also generell, dass er auch da in seinem Holzpantoffel immer rumrennt. Genau, auf jeden Fall, ja, weiß nicht, ob ich noch irgendwas vergessen habe zu erzählen. Auf jeden Fall haben wir ihm halt so gut wie es ging versucht zu helfen mit der Starthilfe und sowas. Und ja, Philipp meinte, wir gucken morgen mal, wir schreiben dem morgen Vormittag oder Nachmittag mal, ob das Auto getrocknet ist, ob er irgendwie jetzt vorankommt oder so. Hier das fertige Endergebnis. Wir haben uns noch Tortilla-Chips, den Rest hier drauf gemacht. Und das schmeckt voll gut. Karl hat das Ganze hoch mit Guacamole. Die ist nicht so scharf. Unsere Soße ist scharf geworden. Es ist schon sehr dunkel, sehr spät. Aber wir sind jetzt gleich in unserem Schlafplatz. Pünktlich um Mitternacht. Durch unsere kleine Rettungsaktion vorhin hat sich unsere Weiterfahrt ein wenig verzögert. Dann haben wir ja noch entspannt gekocht. Und jetzt haben wir, also ich fand jetzt den Rest der Fahrt verging eigentlich ziemlich schnell. Ja. Wir haben das Ziel heute waren 512. Wir sind mehr gefahren. Wir haben nämlich für morgen, also morgen wären auch nochmal 512 gewesen. Jetzt sind es aber für morgen 491. Das heißt, wir kommen definitiv morgen an. Finde ich echt cool soweit, dass wir so gut vorangekommen sind. Wir sind noch immer in Frankreich, aber ungefähr 2 Meter zur belgischen Grenze. Also okay. Dann gehen wir jetzt ins Bett, wünschen euch eine gute Nacht. Die letzte Nacht in Freiheit, die letzte Urlaubsnacht. Und morgen unser letzter Urlaubstag, auch wenn wir nur fahren oder viel fahren, machen wir ja auch nochmal Pausen und kochen nochmal oder was weiß ich. Also auf jeden Fall ist es ja trotzdem immer noch ein kleines bisschen Urlaub. Und ja, genau.